Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein bisschen anderes Video als normalerweise. Heute zeige ich euch ein neues Navigationssystem, das ich mir gekauft habe zum Wandern und zum Radfahren. Ja, Radfahren möchte ich dieses Jahr auch noch. Dazu aber irgendwann später gibt es dann mehr zu dem Thema. Heute soll es sich nur um das Navigationssystem drehen und das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Ja, mein neues Garmin-Gerät hat natürlich den riesen Vorteil gegenüber dem alten, dass es jetzt auch akustisch mich warnt, wenn eine Abzweigung kommt. Die Funktion gab es im alten Gerät teilweise schon, allerdings nur, wenn man jetzt eine Adresse eingegeben hat oder einen Punkt auf der Karte gewählt hat und sich dort hin navigieren lassen hat. Wenn man allerdings eine GPS-Datei eingefügt hat, die man woanders konstruiert hat, dann hat das Ganze nicht funktioniert und es hat mich sehr gestört, weil mich das trotz Navigationssystem habe ich mich mehrfach verfranst und konnte dann wieder zurücklaufen und das ist ja nicht der Sinn und Zweck von so einem Navigationssystem, deswegen habe ich mir jetzt ein neues Gerät gekauft und ich habe es auch schon mal getestet, es funktioniert wirklich tadellos. Aber mehr dazu jetzt. So, und hier haben wir natürlich die Verpackung. In der Verpackung selbst befindet sich natürlich das Garmin-Gerät. Diverse Anleitungen haben wir hier. Dann haben wir hier eine Trageschlaufe, ein USB-Kabel. Diese Halterung ist fürs Lenkrad vom Fahrrad oder man kann es auch anderweitig anmontieren. Und hier hat es noch mehr Halterungen mit diversen Gummis, weil die Halterung selbst wird hier mit Gummis befestigt, zum Beispiel um den Lenker drumherum. Ja, und der Garmin Edge Explore Fahrradnavigationssystem ist ein benutzerfreundlicher GPS-Fahrradcomputer mit hochauflösendem 3 Zoll Touchscreen, der sich mit Handschuhen bedienen lässt und sogar bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar ist. Einschließlich vorinstallierten Fahrradkarte mit Abbiegehinweisen und Trendline Popularity Routing, damit du die am meisten von Radfahrern befahrenen Straßen und Geländerouten findest. Integriertes GPS verfolgt, wie weit, wie schnell, wie hoch und wo du unterwegs bist. Kompatibel mit Varia, Fahrradsicherheitsprodukten wie smarter Fahrradbeleuchtung und das Radar zum Erkennen von Fahrzeugen und Warnen der Fahrer. Bei Kopplung mit einem kompatiblen Smartphone sind Online-Funktionen verfügbar, unter anderem Live-Track, Group-Track, Smart Notifications, Fahrer-zu-Fahrer-Nachrichten und die integrierte Unfallbenachrichtigung. Akkulaufzeit bis zu 12 Stunden. Technische Daten allgemein. Abmessung 105 x 55 x 22 mm, Touchscreen, Farbdisplay, Anzeigengröße 39 x 65 mm, Diagonale 3 Zoll oder 76 mm, Anzeigenauflösung 240 x 400 Pixel, Touchscreen, Gewicht 116 Gramm, Batterie-Lithium-Ionen-Akku, Batterielaufzeit bis zu 12 Stunden, Batteriesparmodus, kompatibel mit InRide Power Garmin Charge Akku, Wasserdichtigkeit IPX7, Karten und Speicher, Basiskarte, Wegpunkte bis zu 200, Routen 100, Rundenverlauf bis zu 200 Stunden. Dann haben wir Sensoren, GPS und Beschleunigungsmesser, dann haben wir tägliche Smart-Funktionen, Konnektivität Bluetooth und End Plus. Dann haben wir Connect IQ, herunterladbare Display-Designs, Datenfelder, Widgets und Apps, Smart Notifications, Smartphone-Kompatibilität, iPhone und Android, Sicherheits- und Tracking-Funktionen, Live-Track, Group-Live-Track, Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer, vorausgesetzt, das Smartphone ist mit den Geräten verbunden, Ereigniserkennung, Notfallhilfe, Wetterwarnungen, Aktivitätsfunktionen, Kalorienverbrauch, Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen, anpassbare Datenseiten, Autopause, Autolab, automatischer Seitenwechsel. Wie gesagt, viele von den Funktionen, die ich euch gerade hier gezeigt habe, die brauche ich gar nicht. Sicherlich gibt es einige Menschen, die froh darüber sind, dass die Geräte solche Funktionen verbaut haben. Ich persönlich brauche nicht viel
Und was ich brauche, das zeige ich euch jetzt. So, da alles mal kurz zurück machen. Wir löschen das jetzt alles. So, ich würde sagen, wir planen jetzt mal hier zusammen eine Strecke. Wir sind hier in Tübingen und oben bei den Kliniken, da gibt es ein schönes Parkhaus. Da kann man natürlich direkt gut starten. Das ist hier oben. Hier sind also die ganzen Kliniken und es geht also hier auch noch weiter. Und hier ist ein bisschen ein Parkhaus, ist ein bisschen abseits. Und von dort aus, da würde ich mein Fahrzeug abstellen. Und von dort aus soll meine Radtour beginnen. Und fahren möchte ich jetzt durch den Schönbuch direkt bis nach Herrenberg. Und zum Schönbuchturm, würde ich sagen. Wir machen hier mal einen Punkt zum Schönbuchturm. Vom Schönbuchturm möchte ich dann durch das Ammertal über Güllstein. Was sind wir denn? Güllstein. Ich fahre mal, nehme hier so eine Nebenstraße in Güllstein. Geht es dann weiter über Ammerbuch. Wo sind wir denn? Unter Jesim Pfeffing, Poltring. Ja, hier gibt es einen Weg, den kenne ich. So, und jetzt wieder zurück bis ins Parkhaus. Das haben wir hier oben. Ist es wieder so? Das wäre jetzt unsere Strecke, die wir gemacht haben. Jetzt gucken wir uns mal insgesamt an, wie es aussieht. So. So, der Startpunkt wäre hier und dann schön durch den Schönbuch eine schöne Radstrecke hier über den Falkenkopfhütte zum Schönbuchturm, dann Güllstein über Poltringen wieder zurück zum Parkhaus. Das ist eine Strecke von 39 Kilometern. Das ist jetzt egal, mit dem E-Bike sowieso schon gar kein Problem, aber auch mit dem normalen Bike sollte das kein Problem sein. Die Strecke sind 39,11 Kilometer, das können wir hier erkennen. Der Gesamtanstieg sind 439 Höhenmetern und der Gesamtabstieg, in dem Fall auch 439, ist ja klar, wir haben derselbe Startpunkt und derselbe Endpunkt und insofern muss das eigentlich identisch sein. Die Strecke kann man jetzt abspeichern und aufs Gerät hinüberladen oder draufladen und dann kann man eigentlich an den Startpunkt fahren mit dem Fahrzeug und seinem Fahrrad und von dort aus die Strecke machen. Man kann natürlich aber auch die Strecke oder sich an den Startpunkt navigieren lassen. Wenn man jetzt irgendwo in der Nähe wohnen würde, könnte man mit dem Fahrrad auch an den Startpunkt und die Strecke von dort aus beginnen. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, und genauso wie ich jetzt diese Tour geplant habe fürs Fahrrad, kann man natürlich auch eine Wanderung planen. Man muss natürlich bei der Streckenplanung als erstes eingeben, dass man laufen möchte oder wandern möchte. Und dann kann man die Strecke genauso mit Wegpunkten sich zusammenbauen, wie man sich das gerne hätte. Und das ist eigentlich kinderleicht, das kann jeder. Und dann braucht man eigentlich nur noch die Strecke aufs Garmin-Gerät übertragen. Und dann geht es eigentlich schon los. So sieht es also aus, wenn man das Gerät startet. Man geht dann hier auf Strecken. Dann geht man auf gespeicherte Strecken. Und dann kann man die Strecke, die wir gerade zusammengebaut haben, ich musste die allerdings jetzt gerade nochmal neu konstruieren und deswegen hat sie ganz leichte Abweichungen. Die läuft also nicht identisch wie gerade am Computer geplant. Die hat jetzt nur noch 40 Kilometer und klickt man nochmal an. Dann kann man das also ganz genau sehen. Da geht man auf Übersicht. Dann sehen wir also, wir bräuchten ungefähr 1 Stunde 59, also genau 2 Stunden Zeit. Die Kilometer sind jetzt 40. Dann haben wir, wenn wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 Kilometer hätten, ja, dann haben wir, also geplant ist das Garmin und einen Anstieg hätten wir von 524 Metern und Abstieg von 520 Metern. So, dann geht es zur Karte. Da zeigt es jetzt allerdings nicht ganz den Rundkurs an. Das macht es erst dann, wenn man direkt vor Ort ist. Das bin ich ja nicht. Ich bin
zu Hause. Und das Höhenprofil kann man sich dann auch nochmal angucken. Und es würde dann so aussehen, also hier ganz links würde man erstmal, wird es relativ ein starker Anstieg, bis es dann nachher wieder runter geht. Und dann kommt der nächste Anstieg wieder runter. Also sind mehrere Spitzen drin und dann geht es wieder runter Richtung Tübingen. So, und wenn man dann am Zielort ist, braucht man eigentlich nur noch auf Losdrücken und dann startet das Ganze. Ja, zum Garmin Edge kann man eigentlich sagen, das hat insgesamt 6 Felder. Die kann man auch frei konfigurieren. Man kann da verschiedene Sachen einstellen. Ich habe jetzt Ankunftszeit, Distanz zum Ziel, GPS-Signal, wobei das jetzt nicht so wahnsinnig wichtig ist, weil das ist in der Regel eigentlich schon normalerweise gut. Die Uhrzeit habe ich noch drin, Akku und Geschwindigkeit. Ich habe das jetzt mal eingestellt, dass wenn ich mal mit dem Fahrrad fahre, was ich dieses Jahr eigentlich auch noch vorhabe, dass man dann solche, die wichtigsten Daten vielleicht mal hat, wobei das mit dem GPS-Signal da stelle ich vielleicht nochmal um. Dann haben wir hier quasi der Nordpfeil, in welche Richtung und die Distanz zum Ziel. Dann haben wir hier das Höhenprofil, natürlich auch extrem wichtig. Also das ist alles in allem und hier natürlich dann die Strecke. Die Strecke wird da aufgezeichnet, sodass man sie dann in anderen Programmen wieder visualisieren kann und sehen kann auf einer Karte, wo man gelaufen ist. Ich denke, man könnte sehen, da müsste jetzt bald ein Abbiegehinweis kommen. Und ja, es ist noch ein bisschen, sind vielleicht noch 30, 40, 50 Meter. Und dann müsste aber eigentlich einer dann kommen. Ich glaube, man kann es auf der Karte auch sehen, hoffe ich, dass es jetzt dann demnächst links ab, dass man links abbiegen muss. Ja, so, das war der Abbiegehinweis. Also funktioniert tadellos. Ja, und so muss es sein, dass man quasi nicht unnütze Wege läuft oder in die falsche Richtung läuft, sondern der muss mir klipp und klar sagen, wann ich wo abbiegen muss. Und da ich das Gerät natürlich nicht wie im Auto vor mir habe und drauf gucken kann die ganze Zeit, ist natürlich von großem Vorteil, wenn man einen akustischen Hinweis dazu bekommt, dass man jetzt abbiegen muss. So, alles in allem muss ich sagen, das ist ein hervorragendes Gerät. Es gibt natürlich schon Nachfolger von dem Gerät, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für das, was ich brauche, für eine einfache Navigation, egal ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, es erfüllt immer seinen Zweck es macht eigentlich das, was es soll. Und es ist von der Bedienung und auch von der Streckenplanung und von der Übertragung aufs Gerät, es ist wirklich kinderleicht, das kann wirklich jeder. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, wer nicht immer das Neueste vom Neuen will, der muss sich das Edge 2 kaufen. Aber mir persönlich reicht dieses Gerät. Und ja, ich habe noch ein Schnäppchen gemacht. Insofern passt es eigentlich. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich sagen, schenkt mir einen Daumen nach oben oder abonniert gleich den Kanal, noch besser. Und ansonsten wünsche ich alles Gute. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.